Welche Tools brauchst du als Immobilienmakler? Was macht Sinn? Was macht keinen Sinn? Wann brauchst du was? In diesem Video werde ich jetzt mal ein bisschen konkreter darauf eingehen, welche Tools, was macht überhaupt als Immobilienmakler Sinn. Und ich kann euch eine Sache sagen, meine Odyssee zum Thema Tools ist sehr, sehr lang. Ja, und ich habe auch immer gedacht, oh, irgendwie springst du auf das Tool drauf, ah, das ist auch geil, das brauchst du auch und dies, ach, das brauchst du auch und so weiter. Das Problem ist, was ihr verstehen müsst da draußen ist, die Toolverkäufer wollen natürlich immer wieder eine neue Sau durchs Dorf treiben. Und das müsst ihr euch so ein bisschen vorstellen wie zum Beispiel die Fahrradindustrie. Die Fahrradindustrie hat jahrelang danach gesucht, die eierlegende Wollmilchsau zu finden. Und sie hat sie mittlerweile gefunden, nämlich das E-Bike. Ja, jetzt fahren alle mit E-Bikes rum, jeder will ein E-Bike haben, keiner will mehr normal strampeln und den Berg hochfahren. Mit dem E-Bike geht das alles viel leichter und schneller. Das ist natürlich super schön, eine geniale Erfindung für die Fahrradindustrie. Wenn wir das mal auf die Immobilienbranche übertragen, ist es natürlich so, dass auch in der Immobilienbranche immer wieder mal was Neues entwickelt wird und immer wieder was Neues kommt. Ob das die neueste Matterport ist, ob das die Giraffe ist, ob das die Ricoteta ist, ob das das Wertermittlungstool ist, ob das die neueste CRM ist und so weiter und so fort. Schau, das allererste ist, was du dir beantworten musst, was brauche ich, um Umsatz zu machen? Das ist das allererste Wichtigste. Was brauchst du, um Umsatz zu machen? Okay, du brauchst zuallererst mal natürlich Akquise. Hier musst du aber die grundlegenden Dinge erstmal stehen haben, die grundlegendsten Dinge stehen haben, bevor du dich mit irgendwelchen fancy Geschichten auseinandersetzt. Also erstmal Grundlagenarbeit machen. Zweitens, Thema Einkauf. Natürlich brauchst du Tools für die Bewertung von Immobilien. Das ist das Allerwichtigste, dass du professionell eine Immobilie bewerten kannst. Also brauchst du ein Tool für Sachwert und Ertragswert. Ja, hier gibt es ganz, ganz verschiedene Tools, die du da nutzen kannst, ob das jetzt Sprengnetter ist oder ob das IWA ist. Unendlich viele. Ich kann dir nur sagen, bei mir im Coaching, im Training, kriegen meine Kunden ganz klar eine Empfehlung, was ich sage, was Sinn macht, aus meiner gesamten Erfahrung. Und das macht dann auch Sinn. Das wird dich aber nicht erlösen, weil die Tools funktionieren nicht von alleine. Jedes Tool, was du benutzt, braucht Anwendung. Und Anwendung braucht Fähigkeiten. Hast du diese Fähigkeiten nicht, wirst du scheitern. Punkt aus Ende. Und die coolste CRM-Software auf diesem Planet bringt dir gar nichts, wenn du sie nicht bedienen kannst. Also sei dir immer einer Sache klar und sicher. Wenn du ein Tool benutzen willst, und da kann dir das noch so schön und toll erklären, der Verkäufer, du musst es verstehen. Du musst es anwenden und du musst es permanent nutzen. Tust du das nicht, wird dir das geilste Tool nichts bringen. Ohne Fähigkeiten zur Anwendung bist du verloren. Werd dir darüber wirklich klar. Deshalb sage ich, bau erstmal dein Business auf, bring erstmal Beherrschung in dein Business rein, dass du genau weißt, wie die Dinge funktionieren, weil dann wirst du auch erkennen, was du wirklich brauchst. Und kannst dann schrittweise die Dinge ergänzen, optimieren und verbessern. Okay? Also, Wertermittlung ist sehr, sehr wichtig. Da würde ich am Anfang am ehesten Geld investieren. Übrigens auch für diejenigen, die schon länger im Markt sind. Wenn du bis heute noch keine professionelle Bewertung von Immobilien durchführst, dann ist das etwas sehr, sehr Wichtiges, immer in Verbindung mit deinen Fähigkeiten. Also dem Können, dem Beherrschen dieser Tools. Sonst macht das alles keinen Sinn. Genauso dann im weiteren Sinne mit einer CRM-Software. Schau, wenn du die ersten Immobilien gedreht hast, ist das total cool und fein. Dann reicht es auch erstmal manuell zu arbeiten.
Wenn du das Geld verdient hast, dann kannst du investieren, aber nicht umgekehrt. Weil schau, du fliegst so dermaßen in so eine krasse Falle rein. Ja? Und glaube mir eins, ich habe als Berater, als Mentor meiner Kunden wirklich diesen schon viele, viele Tausende von Euros alleine schon dadurch gespart, dass ich ihnen erstmal Klarheit darüber verschaffe, was überhaupt die einzelnen Steps sind, was die richtigen Schritte sind und was sie am Anfang vermeiden sollten und wann sie was umsetzen. Ja? Alleine das spart schon unheimlich viel, nicht nur Geld, sondern vor allen Dingen jede Menge Nerven. Und wenn du nachher so sehr damit beschäftigst, diese ganzen Tools erstmal zu beherrschen, dann kannst du dein Geschäft nicht machen. Und das ist etwas, was alles entscheidend ist, dass du umsatzbringende Tätigkeiten im Hauptfokus hast. Okay, also eine CRM, um dir jetzt einen praktischen Tipp zu geben, eine CRM, wenn du dir jetzt eine hochgestochene, teure CRM zulegst, die aber wieder unheimlich viel Anwendungsfähigkeiten zur Folge hat, dann bringt das gar nichts, wenn du als Quereinsteiger oder junger Makler im Business bist. Sondern sage ich dir, hol dir lieber etwas ganz Günstiges, starte damit erstmal, was in der Bedienung total simpel ist. Das Allerwichtigste, was du brauchst, ist, dass du bei dem Thema CRM, dass die Anfragen automatisiert beantwortet werden und dass du ein Objekt auf mehrere Portale gleichzeitig transportieren kannst. Und die Kontaktdaten, also Anfragen zu den Objekten, sortiert. Das sind die drei wichtigsten Funktionen. Mehr brauchst du am Anfang nicht. Und nachher, Schritt für Schritt, wird es dann immer mehr, aber dann hast du auch mehr Objekte, du verdienst mehr Geld, du hast vielleicht schon den ersten Mitarbeiter eingestellt und hast eine Assistenz, die sich dann um solche Dinge auch in Absprache und Zusammenarbeit mit dir damit auseinandersetzen kann. Ja? Und dann kannst du immer noch eine coolere Software machen. Ja? Und weißt du, dieser Gedanke, ach, da hole ich mir doch direkt am Anfang die richtige. Ja, was bringt dir das, wenn du die nur 5% nutzen kannst oder gar nicht nutzen kannst, aber viel, viel Zeit und Geld investieren musst, bis du sie erstmal bedienen kannst. Macht überhaupt keinen Sinn, ist totaler Schwachsinn. Wirklich dumm. Macht überhaupt keinen Sinn. Das ist das Thema CRM. Wertermittlungstools, ja, gibt es einige. Du musst lernen, Ertragswert, Sachwert, Marktwert. Das sind die drei Dinge, die du, also Sachwert, Ertragswert, Angebotswerte, diese Fakten brauchst du und da brauchst du zwei Tools, vielleicht drei höchstens und da darfst du auch ein paar Euro für ausgeben, weil die sind wirklich grundlegend wichtig. Alles, was danach kommt, ja, alles, was danach kommt, sind sehr einfache Dinge. Ja? Eine Matterport, hey, machst du am Anfang nicht, sondern da gehst du am Anfang erstmal hin und nimmst von Matterport zum Beispiel das Stativ und machst das mit einem coolen Smartphone. Und wenn du Geld verdienst, das ist das Coole und das ist die Botschaft. Wenn du Geld verdienst und Mitarbeiter einstellst, dann kannst du expandieren, dann kannst du investieren. Also Umsatz, Expansion, investieren. Das ist die richtige Abfolge, das ist der richtige Move. Und so macht das am meisten Sinn. Also Tools gibt es sehr, sehr viele. Wichtig ist, wann brauchst du es wirklich? Hier nochmal eine kleine Abfolge. Erster Schritt als Makler, Geld verdienen mit möglichst wenig Tools. Viel manuell, damit du die Prozesse und die Arbeitsschritte lernst. Dann machst du Umsatz, stellst die ersten Mitarbeiter ein und treibst auch natürlich deine Digitalisierung voran und holst dir die nächsten Tools. Dann geht es direkt auf dem Weg, System, also Prozesse, Strukturen und System einzuführen und dann ziehen die Tools sozusagen nach, wenn sie sinnvolle Helferlines sind, um dein Business zu optimieren. So, das mal ganz grundlegend, wie du mit diesen Dingen umgehst und dann erstellst du dir eine Liste, Einkauf, beziehungsweise Akquise, also Tools zur Akquise, Tools zum Einkauf, Tools zum Verkauf, ja, Tools zum Management, ja, wie zum Beispiel auch Buchhaltung, ja, da, das ist auch sehr, sehr wichtig. Aber weißt du, eine Rechnung im Monat, die kannst du auch mit einer Word-Vorlage machen, da brauchst du noch kein hochgestochenes Finanztool für. Also damit du so ein bisschen Klarheit machst, die Tools wachsen mit deinem Business, das muss dir klar sein. Ja, und wenn ich überlege, wie viel Zeit manche Makler verbringen damit, welche Tools sie benutzen und
aber am Ende gar keine Ahnung haben, wie sie die eigentlich wirklich anwenden und die Fähigkeit gar nicht besitzen, dann sage ich dir, lerne erstmal, deinen Job richtig zu machen. Und die alles entscheidende Frage ist, wie viel Geld verdienst du pro Monat als Makler? Weil das entscheidet darüber, welche Tools du brauchst und was die richtigen Schritte sind. In diesem Sinne, alles Gute, bis dahin, ciao.